Okay, dann Und. Stück vor und jetzt quasi gerade und 3 Meter zurück. 3 Meter, sagst ja, du? weiter, 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 weiter. Gut, sehr gut. Ich knüppel dich mal an. Ja, knüppel dich mal an, bitte. So. Alles klar. Dann mach ich nochmal die Randale an. Ja, ich muss meinen Schneidwerkwagen dann auch nochmal mitnehmen. Okay. Ja, wo ist der denn? Steht hier direkt neben uns. Ja, dann weise ich dich da auch nochmal ein. Ja, gerade gut. Oder hinten saß schon perfekt. Ja, jetzt muss einschlagen. Noch weiter, weiter. Jetzt gerade. Oh, warte mal, warte mal. War noch mal einen Meter vor. Und kannst du noch mal hinten die Streueinrichtung einklappen? Oder ist die schon? Ich meine, die ist schon, oder? Ja, tatsächlich, die ist schon, ja. Nee, der steht so hoch dann kommst du da nicht ran. Ja. Ich funk da einmal, ich gehe mal eben. Was machen wir denn da? Da müssen wir mal eben improvisieren und einfach so mal eben ranfahren. Dann fahren wir mal eben ran. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Okay. Gut, dann. Muss ja gleich abgeholt werden. Der müsste gleich abgeholt werden. Gut. Armin, moin, moin, erstmal hier. Herzlich willkommen zu der mittlerweile 3. Folge dann hier schon von Neues aus Rade. Bin jetzt mit Armin hier quasi fertig geworden. Rapsdrusch war jetzt hier. Ich hatte das schon anfangs erzählt. Armin, wir sind hier auf der 28 und glaube, 2. Schlag vom Kuhhof Raps. Vorher war es nur Weizen, aus. Ne? Ja, moin. Das stimmt, wir haben schon einiges beackert heute. Richtig. Also, Ackern ist momentan steht über allem. Ne? Mitte August hatte ich auch erzählt, oder Ende August eigentlich, und die Zeit sitzt im Nacken. Und deswegen geht es jetzt auch direkt weiter zur 3. Das ist die berühmt-berüchtigte, oder gegenüber von der BGA. Da waren wir ja zuletzt auch mal tätig, noch im 19er. Ne? Das stimmt, das war so fast einer der letzten Flächen, die wir als Ackerlüt auch gemeinsam beackert hatten. Tatsächlich. Tatsächlich war das die letzte Fläche, die mit Mais auf uns gewartet hatte. Korrekt. Ja, ja. Ich will es nicht verheimlichen. Der goldene Abschluss. Richtig. Ja, ist ausgeblieben, jetzt geht's weiter. So sieht das gut. Ja. Wir haben einen Jahreswechsel vollzogen sozusagen und wir sind ja trotzdem immer noch in der alten Heimat unterwegs. Also insofern, die Flächen sind uns nicht fremd, die Arbeit ohnehin nicht. Wir sind zu Hause und da ist es fast egal. Ne? Also ich glaube, da können wir einen nahtlosen Übergang finden. Richtig, sehe ich auch so. Armin, du hast aber noch keinen Schlepper am Hof. Ich habe meinen auch noch nicht vorgestellt. Ich habe eigentlich nur den von Jannis vorgestellt. Aber deswegen wollen wir mal die Drescher eben zum nächsten Schlag fahren und uns nachher mit den anderen am Händler treffen. Weil dann könntest du mir vielleicht einen neuen Schlepper auch mal aussuchen. Ja, mache ich gerne. Also mit Hilfestellung deinerseits eigentlich wie immer. Früher hast du die Fahrzeuge alle für uns besorgt. Aber ich nehme da gerne Einfluss und dann da wird sich schon was Schönes finden. Ey. Man wird nicht jünger. Ich möchte mich zurückziehen. Ich fahre vor. Kommst andere würden sagen, man muss den Kindern auch helfen, sich abzunabeln. Genau. Okay, ich so folge dir. Ja. So mucki dat. Ah, so. Funk klappt auch, ne? Kannst du mich hören? Ich höre dich. Ich mache nochmal jemanden Randale an. Den Randale löppt. Eins, super. Ach, jetzt fahre ich vor, aber deiner fährt, meine ich, sogar schneller als meiner, ne? Ich bin mit dem, der Tucano hat, glaube ich, eine Höchstgeschwindigkeit von 25, oder? Oh, echt? Na, mein hat 32, aber ist ja, du, ohne dich würde ich ja sowieso nicht anfangen, also insofern fahre ich dir auch gerne hinterher. Ja, dann machen wir das so. Muss ich nur mal mein Arbeitslicht hier ausmachen, Straßenverkehrsordnung und so. Das Prezi meckert. Tucano nur auf 25 fährt, das ist mir ganz neu.
Ja, ich muss auch sagen, seitdem ich da einmal im Trion saß, kommt mir der auch gar nicht mehr so komfortabel vor, der Tucano. Der Tucano hatten wir in Rade, meine ich, kam nach dem Dominator, ne? Und da war Ja. der wie so ein modernes, wie ein Raumschiff. Und jetzt fühlt sich das nicht mehr so an, irgendwie. Mein Gefühl. Ja, ich bin mit denen hier noch gar nicht gefahren. Ich bin ja mit diesem hier unterwegs und der gefällt mir wirklich gut. Der ist sehr bequem, sehr übersichtlich. Schöne Maschine. Ja. Kann ich mich gut dran gewöhnen. Finde ich auch gut, dass wir den am Hof haben und uns da nicht prügeln müssen drum. So, und die Fläche hier, wenn ich mich nicht irre, ist auch unsere, ne? Mais. Rechts von Ja, uns. da gehen wir bald bei. Ja. Ganz weit weg ist die nicht mehr. Habe ich auch Das ist schon. die 26. Ja. Das ist unsere. Also da freue ich mich auch schon drauf. Das große Maishäckseln dann hier, was dann eben im 19 ausgeblieben ist, das wird hier, glaube ich, eine richtige. Das wird eine turbulente Party. Eine Schlacht. Eine richtige Schlacht. Sehr schön. Oh, ich habe sogar mal eben hier die Außenkamera. Ei. Ja, es ist doch immer wieder schön, wenn man nach Hause kommt, oder? Habe ich auch so gesagt, es ist irgendwie eine Heimkehr. Man fühlt sich irgendwie doch wieder zu Hause. Rückkehr, Ja. Heimkehr. Aber es nützt ja nichts, muss weitergehen. Also müssen wir hier auch irgendwie anders und neu wachsen. Ja, also es ist erstmal wieder zurückkommen in gewohnte Gefilde. Ja, man weiß, wo was ist. Hat sich sehr schnell orientiert. Gleichwohl sind hier andere Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Sicherlich verwandt zu denen, die wir vorher auch hatten, aber schon auch in anderen Konstellationen. Der Hof ist ja ein wenig modernisiert worden. Da muss man sich ja auch erstmal mit den Abläufen wieder beschäftigen, aber ich hab Bock. Also ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Finde ich auch. Mit dem Hof habe ich gesagt, wir haben gerade nicht die Zeit dazu, den gerade mal vorzustellen, weil wir jetzt gerade so im Erntestress sind. Na, ich war Ja. vorhin zwar schon mal da und habe Korn abgeladen und so. Ich glaube, das haben die auch gesehen, aber ich dachte im Winter, ne, wenn wir mal die Maschinen abschmieren und einmal alles schier machen und alles auch einordnen und sich das dann alles gefestigt hat, wir müssen ja auch noch unsere neuen Mitarbeiter vorstellen. Das Ja. sind ja doch ein paar geworden. Ja. Dass wir da dann im Winter dann natürlich uns dafür auch die Zeit nehmen können, auch den Hof dann mal in Ruhe vorzustellen. Das ist ja mehr als nur ein Hof eigentlich geworden. Also den Gastronomieteil im Prinzip, den muss man ja fast an erster Stelle dann vorstellen, ne? Ja gut, also Priorität liegt immer noch auf der Feldarbeit. Ne? Die Stallungen, die wir dort haben, die wir ja auch nochmal vorstellen werden, die sind zwangsläufig immer zu priorisieren. Ist ja klar, da sind Lebewesen, da sind Tiere drin, die müssen wir versorgen, für die haben wir Verantwortung. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen zur Imagebildung beitragen. Und insofern haben wir da den Hofcafé eingerichtet, eben um auch unsere Arbeit den Interessierten näher zu bringen. Ja. Finde ich eine mega gute Idee. Haben wir, Eben. finde ich, sehr gut entschieden. Finde ich auch. So, ich hoffe, ich muss mal eben hier, dass ich hier hängen bleibe. Und der Prezi ist auch schon da hier, der Überladewagenfahrer. Ne, das ist er gar nicht. Das ist der Jannis. Gut. Ich stelle mich hier mal auf. Ja, ich stehe hinter dir. Und genau, wie du gesagt hast, der Hauptfokus soll natürlich die Feldarbeit sein, aber ich glaube, ohne Maschinen wären wir auch nicht die Ackerlüt. Und dementsprechend müssen wir uns damit mal darum kümmern. Und du hast noch keinen Schlepper. Du kannst ja nicht ewig im Drescher irgendwie hausen. Und von daher würde ich sagen, lass uns mal treffen am Händler.
Ja. und mit den anderen dann auch noch mal zu quatschen kommen, was die sich denn vielleicht für Schlepper gekauft haben. Jo. So muckwidat. Dann lass uns kleinen Sprung. Einen kleinen Sprung machen. Ich würde an der Stelle aber eben mal die Folge beenden, sagen, da sehen wir uns das nächste Mal. Das wäre dann die vierte in dem Fall. Wir treffen uns, sehen uns am Händler. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal und dass euch das dann gefällt. Macht's gut. Erstmal. Montag.